Du liebe Waage, herzlich willkommen in diesen wunderbaren März-Energien. Ich habe jetzt dieses Mal ein bisschen was anders gemacht. Ich habe hier Schutzkarten gezogen für dich. Also dieses Thema begleitet dich. Da gehst du drinnen auf. Eine Themenkarte, was dir das Universum dazu noch sagen möchte. Impulse dazu, auch die Rückblätter natürlich zu diesen Karten und dann so einen grundsätzlichen Verlauf im März. Schein, 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 Lassverbindung, Wahrheit sein. So viel kann ich da jetzt schon dazu sagen. Und was wir sehen bei dir ist wirklich, dass du dich in einer absoluten Transformation befindest. Ich fand jetzt total spannend, dass diese Karte hier sich umgedreht hat. Hier ist nämlich die evolutionäre Entwicklung, die DNA-Doppelhelix, segne dein Potenzial und sage Ja zu dir selbst, entfalte deine Supernatur. Und das war umgedreht, nicht weil es umgedreht ist, weil das nicht kommt, sondern weil es ganz von alleine kommt. Und der Hinweis war da jetzt schon, lass es bitte fließen. Vor lauter Suchen siehst du manchmal die Bäume im Wald nicht oder irgendwie so geht der Spruch. Ja? Es ist ganz wichtig, dass du hier jetzt deinen Herzenskompass folgst und dass du weißt, dass alles für dich richtig ist. Suchen, also dich auf deinem Weg befinden, das ist gut und das darf auch so sein, das soll auch so sein, weil du dich jetzt hier einfach mit deinem Schöpfungslicht verbindest, weil du dich jetzt mit dir so weit verbindest, dass du sichtbar sein darfst für dich, ja, dass du dich zeigen darfst, so wie du bist. Du bist pures Licht und das erkennst du jetzt in deiner Selbstentfaltung. Jetzt ist die Zeit für dich da, dich zu spüren, dich wahrzunehmen und dich als vollkommen, als perfekt zu sehen und nicht ständig danach zu suchen, um vielleicht das in dir zu finden oder das vielleicht in dir zu sehen, sondern einfach einmal anzunehmen, dass alles, was du brauchst, bereits in dir vorhanden ist. Und das finde ich wunderschön, weil hier geht es jetzt wirklich darum, auch mit dem Horusauge, die linke und die rechte Seite der Göttlichkeit, die weibliche und männliche Energie in dir zu vereinen, um dich selbst zu erfahren. Und da drin liegt die Transzendenz, da drin liegt die Metamorphose für dich. Das ist das, was du jetzt bekommst, um dein Herz zu aktivieren, um dich zu spüren und jetzt wirklich den Puls des Lebens für dich zu genießen. Wunder, wunderschön. Also du erfährst jetzt, du bekommst jetzt, du nimmst jetzt in dir auf und du stehst im Wachstum gerade in deiner Metamorphose. Und bitte, hier der Hinweis, du bist so gut geführt, hab Vertrauen. Genau so wie du bist, bist du richtig. Du musst dich nicht erst suchen, du musst dich nicht erst finden, du musst nicht noch dieses oder jenes machen, sondern du darfst dir jetzt wirklich vertrauen und dich einfach auf deiner spielerischen Suche im Leben befinden, nach Freude, nach Spaß, nach dem, was dir wirklich entspricht, nach deinem Sinn im Leben, um dich zu erleben, aber nicht im höheren Sinn jetzt, weil ich habe so das Gefühl, das bringt dich immer mal wieder so ein bisschen raus. Ja, dann haben wir hier das Labyrinth auf der Schattenseite, nach der Suche nach dem Glück, nach der Suche nach der Verschmelzung, nach der Suche nach der Fülle, auch im Gefühlsleben gesehen. Und da sagt die geistige Welt ganz klar, da gehst du manchmal vielleicht noch ein bisschen in einen Kampf hinein, ja, also in so einen Suchkampf, ich kann es jetzt gar nicht anders ausdrücken, anstatt es einfach fließen zu lassen. Und ich glaube jetzt nicht, dass du da jetzt herumrennst und dieses und jenes, ja, sondern das ist ein ganz filigranes, kleines, sachtes Muster in dir, also nicht großartig auffällig, ja. Und da darfst du einfach noch für dich spüren und wahrnehmen, hey, Moment, ja, die Königin der Münzen, es ist alles in mir. Es ist alles in mir. Ich bin vollbracht, so gesehen. In mir ist alles verankert. In mir ist meine Weisheit. In mir ist meine Sanftmut. In mir ist meine Schönheit. In mir ist alles, was ich brauche, verankert. Tief in mir, für mich hier in dieser Erde. Und damit beginnst du zu funkeln. Damit beginnst du dich zu freuen. Damit beginnst du aus innen heraus deine Freude, deinen Impuls für die Erde zu verstreuen, aber dich nicht dabei zu verlieren. Ja, was hier, wenn du da noch ein bisschen so in diesem, ich muss mich erst finden oder ich muss das Richtige für mich finden oder, ja, was da so filigran mitschwingt, ja, was da noch ein bisschen drinnen sein kann. Grundsätzlich sehe ich jetzt hier im Verlauf, ja, hier sind eben noch so ein paar Dinge im Außen, die dich vielleicht manchmal unsicher machen, die dich vielleicht manchmal so ein bisschen blenden, ablenken,
Schallen, wo du dich nicht ganz spürst. Und ich glaube auch, dass das schon damit in Zusammenhang hängt. Ja, also irgendwas tut dir da manchmal noch nicht gut und da bist du wie so in einem Versteck, weil das dir zu laut wird manchmal. Da ist aber die Veränderung drinnen, weil du eben jetzt auf dich hörst, weil du jetzt einfach spürst, dass du keine Sehnsucht mehr haben brauchst, dass du nicht mehr warten musst, sondern dass du dir jetzt die Geschenke im Leben gibst, ohne den Weg vorher zu wissen. Ja, vielleicht auch ein wichtiger Punkt. Vielleicht suchst du auch immer nach der Antwort, die du noch gar nicht bekommen kannst, weil hier tatsächlich der Weg verankert liegt in dir. Du kannst ihn einfach gehen, in Verbindung mit dir gehen und darfst hier die Stabilität, dein eigenes Zuhause in dir sehen, um hier wirklich tatsächlich für dich alles zu erleben. Verbindung im ganzheitlichen Sinn. Ja? Wunderschön, du liebe Waage. Jetzt geht's darum, erkenne deinen Waagensinn, erkenne den Ausgleich in dir, um jetzt aus dem Vollen für dich zu schöpfen und hier tatsächlich dein Zuhause, deine Stabilität, deine Verbindung mit dir, mit dem Kosmos, mit anderen Menschen zu erleben und nicht mehr auf der Suche zu sein danach. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderbare Starter und in dir ankommen und dich als wunderschönes, vollkommenes Wesen sehen, März Energie. Bis dann. Baba.